Am Mittwoch bleibt es südlich des Mains meist trocken und sonnig. Dort werden Höchstwerte bis 24 Grad erreicht. In den anderen Gebieten wechseln sich Sonne, Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter ab. Meistens wird es um 15 Grad warm, ganz im Norden sind es nur unter 10 Grad. Dabei bläst verbreitet ein kräftiger Wind, der erst am späten Nachmittag nachlässt. Vor allem im Nordosten sind während Schauer oder einzelner Gewitter Sturmböen möglich. Der Donnerstag wird mit Höchstwerten von 10 bis 16 Grad der kühlste Tag der Woche. Dabei weht ein frischer Wind. Vor allem in der Nordhälfte ziehen einige Schauer und Gewitter durch. In Bayern und Baden-Württemberg ist es trockener, aber zeitweise bewölkt. Richtung Alpen sind ein paar Tropfen nicht ausgeschlossen. Ab Freitag geht es von Süden her mit den Temperaturen wieder aufwärts und im Verlauf wird oft die 20-Grad-Marke überschritten. Vor allem am Freitag und am Samstag sieht es abgesehen von einzelnen Schauern oft trocken und freundlich aus. Ab Sonntag steigt in noch wärmerer Luft das Schauer- und Gewitterrisiko jedoch wieder an.